Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Software Inc. und unserer großartigen Krumpers Saarland Software GmbH. Ein Name, der sich sehr schön einprägen lässt in unserem schönen kleinen Büro. Ja, Büro, auch komisch betont, egal. Wenn mal auf schnell einstellen, damit es mal ein bisschen vorwärts geht, so, und werden uns dann direkt mal wieder neue Aufträge anschauen. Game Assets, machen wir hier mal Logistik. Anwendung. So, stellen mal wieder auf schnell. Da machen wir noch, bis wir 150.000 haben. So, zack. Haben wir da vielleicht noch. Wir holen mal einen von diesen Game Assets. So. Dauern meistens ein bisschen länger. Ja. Deswegen, da sind die anderen Sachen besser. Da kann man auch mal zwei, drei von den Dingern machen. Da kriegt man ähnlich viel Geld und ja. Aber was soll's? Wir müssen das jetzt erstmal so machen und ja. So, bald haben wir das hier dann auch geschafft. So, zack. Mal kurz Pause stellen. Gleich haben wir unsere Summe. Da können wir die hier zwei Dinge auf jeden Fall nehmen. So. So, das hier ist zuerst fertig. Zack, zack. So. Dann sollten wir gleich die Summe zusammen haben. So, wir haben 160.000 zusammen. Wir werden jetzt als erstes was tun? Wir gucken erstmal in der Firmenübersicht nach, ob es eine neue Firma gibt. Und ja, es gibt eine neue Firma. Der Wert ist ein bisschen höher als bei uns. Wir könnten jetzt versuchen, eine Aktie zu kaufen. Und seid mir nicht böse, das werde ich tun. Also eventuell haben wir jetzt gleich eine Menge Geld. Wir wissen noch nichts über die Firma, die ist gerade erst, hat sich gegründet. Wir können sie sozusagen unterstützen. Deswegen kaufen wir uns einen Teil der Aktien. Und ja, wir könnten zwar nochmal nehmen, das kostet dann aber wieder mehr, 63.000. Und ja, wir werden erstmal eine Aktie, also einen Anteil der Aktien kaufen und werden mal eine Putzhilfe rufen. So, rufe Reinigung. So, sehr schön. So, die wird jetzt erstmal hier wieder alles sauber machen. So, ansonsten werden wir jetzt eine Software entwickeln. Unsere erste Software, und zwar werden wir als erstes ein Betriebssystem machen. Wir werden erstmal das hier wieder kurz zumachen. Wir schauen mal, welche Betriebssysteme da momentan auf dem Markt sind. So, Kategorie Computer natürlich, Betriebssystem, Funktion, jede. Wir schauen mal. Die Qualität, großartig, ist momentan die beste Qualität. Okay. Die sich am besten verkauft, ist die PenOS 4. Okay. Verkaufspreis bei 283 und die beste bei 360, da können wir uns mal so ungefähr hinpendeln. Das wird jetzt lange dauern, bis wir diese Software fertig haben, das ist klar. So, wir können machen natürlich GUI rein, GUI, Multitasking. Hier steht circa 3 Jahre würde es dauern. Das geht aber schnell vorbei, also so lange wird es nicht dauern. Aber wir müssen alles reinhauen, damit wir das beste Operating System, also das beste Betriebssystem bekommen. Wie nennen wir dieses Betriebssystem? Ich denke, wie könnten wir das nennen? Wir nennen es Krumperfeld. So, wer benutzt nicht gerne das Krumperfeld? Also wir werden aber noch da hinten dran OS hinmachen, damit wir wissen, dass es das Betriebssystem ist. So, der Preis würde hier angegeben mit 261. Wir werden mal auf 265 gehen. Und werden es entwickeln. Ja, wir sind momentan ein bisschen klein, aber das ist egal. Wir kosten keinen Unterhalt und das ist eben das Entscheidende. Das dauert dann ein bisschen länger, aber wenn wir jetzt einen Mitarbeiter mitholen würden, dann würden wir sehr schnell in den Minus gehen.
So, der erste Tag ist vorbei. Wir schauen mal. Aha, die Achse ist immer noch gleich viel wert. Das ist unser insgesamter Wert. Wir schauen mal, hat die Firma hat ja ein Produkt schon mal. Schauen wir mal, was ist? Produkte, Produkte. Hallo? Grafik. So, hier oben. Ah. So, was haben Sie rausgebracht? Ein CMS. Großartig. Okay. Also vielleicht im nächsten Monat wissen wir mehr. Das könnte gut werden. Also wenn man schon großartige Qualität hat, haben wir vielleicht das Geld richtig investiert. Also vielleicht sind wir dann um einiges reicher. Dann könnten wir vielleicht noch einen Mitarbeiter einstellen. So, aber erstmal nicht. Ihr seht ja, das dauert lange. Aber wenn wir das machen, das ist wichtig. Dann könnten wir schon einiges an Geld rausnehmen. Und da sehen wir schon, die Aktie ist schon ein bisschen mehr wert. Sie ist schon 79.000 wert. Wir haben 43.000, glaube ich, ausgegeben. Oder 45.000. Und die ist jetzt 79.000 wert, wenn wir sie verkaufen würden. Das werden wir aber nicht machen. Wir müssen aber auch aufpassen. Sowas geht natürlich auf unsere Anerkennung, auf unser Firmenansehen. Denn die Leute mögen es nicht, wenn wir auf einmal anfangen, Firmen aufzukaufen. In dem Sinne. So, 100.000 ist die schon wert. Sehr schön. Deswegen, wir haben auch noch null Fans, aber das ist klar, wir haben noch nichts irgendwie auf die Beine gestellt. Außer diese Aufträge, aber das interessiert die Leute nicht wirklich. Wir müssen ja eigene Produkte auf den Markt bringen. Wir können auch Produktlizenzen kaufen. Hier sehen wir 134.000. Und wir könnten mal kurz Pause machen. Hier Clouds Studios ist jetzt 647.000 wert. Wir sind 251.000 wert, weil sie genau ein Produkt rausgebracht haben, und zwar dieses Task Suite CMS. So Arbeitsablaufprogramm, also großartig. Für 148 Euro wird es verkauft. Und unsere Aktie, wir können da mal reinschauen. Sehen wir, wir haben einen Anteil. Und die Aktie ist um 198% gestiegen. Und das ist schon enorm. Hätten wir jetzt mehr gekauft, wären die jetzt hier 162.000 wert. Hätten wir ordentlich Geld gemacht. Und wir sehen, hier haben wir noch ein neues Unternehmen. Die haben schon ein Produkt rausgebracht. Wir gucken mal kurz rein. Es ist eine Betriebssystem-Line für die Konsolen. Großartig. Oder müssen wir, da müssen wir, hier müssen wir Aktien bezahlen. Wir werden hier diesmal zweimal die Aktien nehmen. Da haben wir nur noch 26.000, aber keine Angst, Leute. Ich rieche hier Geld. Ich rieche hier Geld. wir sehen mal weiter, weil wenn das schon so ein Betriebssystem ist und wenn das jetzt durch die Decke geht, dann sind wir schneller Millionäre, als wir es gerne gehabt hätten. Aber das kann uns nur weiterhelfen. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verrechnet. So, zack. 50. Oh ja, wir sind Millionäre. Wir können kurz schauen. Hier diese Firma, ja, die ist jetzt schon 1,7 Millionen wert. Wir sind auch eine Million wert. Wir haben noch nicht einen einzigen Fan, weil wir noch kein Produkt rausgebracht haben. Aber sobald wir das hier rausgebracht haben, können wir uns ein eigenes Team leisten, weil wir genug Geld haben. Wir schauen mal hier. Hier seht ihr, die einzelnen Aktien, die haben wir für 45.000 gekauft. Die sind jetzt 491.000 und das andere 384.000 wert. Das ist ordentlich. Deswegen lohnt sich immer wieder mal bei so kleineren Unternehmen so ein, zwei Anteile zu kaufen. Und das ist schon ziemlich krass. Und am Anfang ist das besser als später, wobei wir momentan ja nichts aufgekauft haben. Aber trotzdem. Sehr schön. So schnell wird man Millionär. Ihr seht hier, wir haben Aktien im Wert von 1.000.000 und 33.000. Das ist eine schöne Summe. Mit der Summe kann man auch bessere Mitarbeiter finden. Und das ist doch gut. Dann können wir unser Gebäude auch ein bisschen ausbauen. Also haben wir eine solide Baustelle. 1.000.000, 1,6 Millionen. Ja, also unser Gruppas Bambuso hier, der Mitarbeiter. Ja, ich liebe die Arbeit. Sehr schön. Könnte mal wieder eine Putzfrau bzw. Reinigungskraft rufen. Ist ein Finanzgenie, beziehungsweise der kennt sich mit der Börse anscheinbar gut aus. Der hat einen Riecher für solche Unternehmen. Was? Wir haben 12 Millionen, 12,8 Millionen. Okay, jetzt rastet das komplett aus.
Ah, das Cloud Studios. Es ist das Cloud Studios, also nicht die zweite Firma, sondern die erste Firma, wo wir investiert haben. Wieso gehen die so ab? Ah, die haben Aktien. Nee. Die müssen irgendwo Aktien gekauft haben. Wir können ja mal schauen. Ich glaube, es war. Was hat hier gestanden? iHeart. Oder A-Heart, keine Ahnung. Hier unten, jo, die sind ja 16 Millionen Fans, die haben ja ordentlich. Ja. Hier, Cloud Studios hat sich hier Aktien gekauft von der Firma iHeart. Und die sind jetzt durch die Decke gegangen. Dadurch ist ihr Vermögen gestiegen. Weil ihr Vermögen gestiegen ist, ist unser Vermögen gestiegen. Und ja, ganz einfach erklärt. Ihr Vermögen ist gestiegen. Sie sind reicher geworden und dadurch sind ihre Aktien ja stärker geworden und dann auch unser Anteil. Sehr schön. Ziemlich krass. Das Geld kriegen wir, sobald wir die Aktien verkaufen, aber wir werden erstmal nichts da verkaufen. Das ist eine schöne Rücklage. Wir verdienen ja auch so wenig Geld. Durch den Gewinn, durch die Abwürfe, die Aktien bzw. die Anteile machen. Wenn die Gewinn machen, machen wir Gewinn und unsere Aktien werden wertvoller. Das ist eine sehr, sehr schöne Rücklage. 23 Millionen. Ich wollte übrigens ja auch mal so ein Tutorial zu diesem Spiel machen. Das ist schon ein bisschen länger her, aber dann habe ich das dann doch nicht gemacht. Und zwar, wie man am schnellsten sehr viel Geld bekommt und mit Aktiengeschäften. Das ist schon ziemlich cool. Aber das kann halt auch in die Hose reingehen. Ja, die sind jetzt 106. Hier seht ihr, wie viel sie auf der Bank haben. 609.000. Und dann der Wert an Aktien. Ja, krass. Ja, die haben hier nochmal Aktien gekauft hier von iHeart. Müssen wir aufpassen. Nicht, dass die dann sich verkacken. Dann haben wir nichts mehr davon. Ja, 22 Millionen, ja, gerade eben waren es noch 23 Millionen, da machen die Minus. Müssen wir aufpassen. Müssen wir bald vielleicht sogar verkaufen. Wir warten noch ein bisschen. Verluste werden wir keine machen, weil 45.000, also. Ach. 20 Millionen, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Unser Betriebssystem wird hier erstmal noch schön weiterentwickelt und. Ja, diese werden weniger wert. Wegen diesen iHeart. Wir werden diese verkaufen. Zack. SickSoft Monday Corporation hat jetzt die Aktien gekauft von der Firma. Bei der Firma bleiben wir noch drin von Time Productions. Da sehe ich das nicht so direkt, dass wir. Jetzt haben wir 18 Millionen auf der Bank. 18 Millionen. Und schon sind wir Millionär. Also. In Wirklichkeit würde ich mich jetzt auf die faule Haut legen und dann, ja, ist gut. Das war's. Oh Mann. Wenn es doch nur so einfach wäre. Das wäre sehr, sehr schön. Ah, das ist ein schönes Backup, sage ich mal. Da werden wir unser Gebäude mal bald ausbauen, damit wir auch Mitarbeiter einstellen können. Die dann in verschiedenen Themen Bereichen Vorrang sind. Also mit nur das, also wir machen dann eins, das sich um das Betriebssystem kümmert und die anderen dann halt um andere Dinge. Da gibt es ja verschiedene Sachen, wo man entwickeln kann. Da können wir ganz viele Teams einstellen und das wäre schon ziemlich gut. So, großartig. Wir werden es jetzt mal entwickeln. So. Wir hätten noch weitergehen können bis zu beeindruckend und faszinierend, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Aber großartig reicht. Der ist schön fleißig hier am Arbeiten. Er liebt die Arbeit, alles gut. Na gut, wenn ich Millionär wäre, wäre ich auch sehr zufrieden. Wie sieht's hier aus? Ja, da macht sich jetzt momentan nicht so viel mehr. Ich könnte natürlich auch hier von so einer großen Firma, keine Ahnung, hier unten iHeart hier so jetzt versuchen, irgendwelche Dinge aufzukaufen, aber hier schaut mal, 62 Millionen sind die Dinger wert. Lohnt sich halt immer bei den kleinen Unternehmen das zu machen am Anfang.
ist zwar ein bisschen mit Risiko, aber bei den kleinen Unternehmen sind die dann halt noch relativ billig. Und wenn die Firma dann durch die Decke geht, das ist ja wie so wie damals, wenn wo dann Apple da war oder Microsoft, dann hast du die ja dann haben ja Leute irgendwie da rein investiert. Die haben jetzt heute der Arsch voll Geld. Ah, Mann. Brauch mal wieder jemand, der hier ein bisschen reinigt. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, also momentan, weil wir im Moment nur unseren eigenen Charakter haben. Aber wenn wir dann später andere Mitarbeiter haben, ist das wichtig, weil sonst arbeiten sie dann nicht mehr so effizient, weil die fühlen sich dann unwohl, ist ja klar, wer lebt gerne oder wer arbeitet gerne in einem dreckigen Büro oder sowas. Ist dann schon logisch. Zum Beispiel er hier muss auch nie auf die Toilette. Also der Hauptcharakter, der müsste, braucht man eigentlich gar keine Toilette hinzumachen. Aber die anderen Mitarbeiter brauchen dann bestimmte Sachen. Die brauchen dann ein Bücherregal oder sonst was. Die sagen dir dann Bescheid, was sie brauchen. So, wir sind schon bei mittelmäßig angekommen. Sehr schön. Guck mal, ob eine neue Firma gegründet worden ist. Nö. Hätte ja sein können. Die Firma ist jetzt wieder mehr wert. Ja, 25 Millionen. Ist halt so. Kann man nichts machen. Wie gesagt, am Anfang ein bisschen muss man da warten. Aber man kann gerne auch mal schauen. Forschung. Momentan gibt es nichts zu forschen. Okay, wir sind schon bei gut. Sehr schön. Ist schön, wenn man so ein schönes Geldpolsterchen hat, was einen bisschen Rückendeckung gibt. Aber das kann ganz, ganz schnell wieder weg sein. Also das ist... Das kann auf einmal wupp einfach weg sein, wenn man da irgendwie was Dummes macht. Sagen wir mal, das ist eben das Problem, wenn ich jetzt hier schon Arbeiter eingestellt hätte und die hätten alle daran gearbeitet, dann wären die Kosten da alle reingekommen, die monatlichen Gehälter und sonst was. Und wenn dann das Betriebssystem floppt, oder eben das andere Programm, so, dann ist das mies. Weil dann kostet das ordentlich Geld und dann kann man sehr, sehr schnell bankrott werden und dann endet das Spiel. Und das wollen wir nicht. So, Beta-Tests, 20 Fehler haben wir bis jetzt gefunden. Es geht eigentlich, also sonst findet er immer so Hunderte. So, jetzt können wir das veröffentlichen. Das Programm wurde jetzt veröffentlicht. Wir kriegen dann am nächsten Tag direkt die ersten Verkäufe rein, wie das jetzt läuft. Wir werden erstmal ein bisschen Marketing machen. Am Anfang erstmal nur Internet anzeigen, das kostet nichts und ja. Wir sind ja sowieso nicht so der tolle Marketing-Profi, aber ein bisschen im Internet Werbung machen, ein bisschen rumschreiben, das sollten wir normalerweise schaffen. So, wir schauen mal. So, der erste Tag ist vorbei und wir haben hier erstmal ein Review. We highly recommended Krumperfeld OS. Krumperfeld OS is a beautiful piece of engineering. So, also unser gutes Krumperfeld OS ist auf jeden Fall gut. Allerdings haben wir gerade mal 2317 eingenommen am ersten Tag. Wir können ja mal unsere Software gucken. Wir haben 10 verkauft und 10 Stück benutzen das. Sehr schön, das ist auch gut. Aber das muss ich jetzt erstmal rumsprechen. Wir können ja nochmal gucken. Betriebssystem. Ah, da gibt es schon eins mit hervorragender Qualität. Okay. Oh, wir sind hier so weit unten. Okay. Ja, dann ist sogar günstiger. Die sind meistens... Die meisten sind alle viel, viel günstiger. Wir können, glaube ich, den Preis noch ändern. Wir schauen mal. Wir können es uns ja leisten, jetzt den Preis günstiger zu machen. Hier zum Beispiel 150 Euro, nein, 144. Wenn wir das ziemlich billiger machen, dann könnten wir es vielleicht besser verkaufen. Ich hoffe, man kann es noch irgendwie ändern. So, Details. So,
Einkommen, Einheiten. Sieht nicht so aus, ob wir den Preis noch im Nachhinein ändern können. Okay, das ist doof. Sogar sehr doof. Das ist Port, das ist betriebsunabhängig, okay. Achso, ja, das stimmt, dass wir das auf andere Betriebssysteme noch machen. Wir haben 3 Fans sogar, sehr schön. P-Handel, nein, wir werden nicht verkaufen. Schade, anscheinend können wir es nicht so ändern. Ha. So, wir können uns dann auch gleich ranmachen, dann bestimmte Software für unser Betriebssystem zu entwickeln. Das heißt zum Beispiel 2D-Editoren, Audio-Tool, eine Game-Engine, Spiele, eine Office-Software und ein Content-Management-System. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Software Inc. mit der Krumpas Saarland Software GmbH, die momentan 20 Millionen plus hat. Also das ist schon ziemlich ordentlich. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von eurem Krumpas Bambuso.